Ja, herzlich willkommen mal wieder im Tempelhof, Spice Village im Tempelhof. Ich habe zwei neue Kandidaten für euch, für unser Bohnenbeet. Das eine ist hier die Mothbean, heißt die auf Englisch, auf Deutsch Mattenbohne oder sogar Mückenbohne, hat aber mit der Mücke gar nichts zu tun. Ist eine Wigna mit ganz, ganz kleinen Samen. Ist interessant, oder? Solche Bohnen haben wir selten gesehen hier in Deutschland. Und das andere ist eine Alubia-Bohne aus Amerika. Die ist eigentlich eine Sorte unserer Gartenbohne, halt mit typisch weißen, großen Samen. Wird auch als wie so eine ähnliche in der Wuchsform wie die Buschbohne wachsen. Das ist der nächste Kandidat. Also Mattenbohne, Mothbean oder Alubia-Bohne aus Amerika. Was soll es denn werden nächstes Jahr auf dem Weltacker? Sucht euch raus und stimmt ab. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann folgt uns doch auf Instagram, Facebook oder checkt mal unsere Website. Und vor allem vergesst nicht, unseren YouTube-Channel zu abonnieren. Die Links findet ihr alle unten in der Beschreibung.